Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat, heute mit dem BMW M4. Ein wunderschönes Automobil in Orange, so wie ich ihn sehr, sehr, sehr gerne mag. Und wir tunen erstmal die Karosserie, was ich eigentlich schon gemacht habe, aber wir tunen es trotzdem jetzt mal. Und gucken uns mal so ein bisschen die Teile an. Also hier habe ich mich dann für die Carbon-Motorhaube entschieden. Finde ich sehr, sehr geil. Scheiben werden natürlich getönt. So, ansonsten hier habe ich mich mal ein bisschen für was Dunkles entschieden, einfach weil ich auch einige Carbon-Elemente drin habe. Hier tatsächlich für die Liberty Walk Frontstoßstange, weil die hier finde ich irgendwie wenig ansprechend. Da finde ich das Original noch viel, viel schöner. Aber hier, der sieht halt ein bisschen bulliger aus. Und das Wichtigste für mich war, und darauf gucke ich ja immer wieder, es passt mit den Kotflügeln. Es passt mit der Kotflügelverbreiterung. Finde ich super. Scheinwerfer waren natürlich dann auch dunkel. Wobei die Motorhaube nicht Carbon könnte eigentlich auch passen. Es ist halt so, die Motorhaube, die hat halt eine ganz andere Form als die Frontleuchten und der Grill. Deswegen sieht das so ein bisschen komisch aus. Machen wir erstmal weiter. So, Spoilerlippe habe ich mich auch für was Dezentes dann letztlich entschieden. Und ich finde es bei dem M4 Coupé tatsächlich sehr schön, dass so verschiedene Sachen auch tatsächlich zueinander passen. Und dass du sagen kannst, hey, ich nehme zum Beispiel Liberty die Frontstoßstange, aber dann von Carbon quasi oder von Carbon eine Spoilerlippe. Frontleitblech habe ich mir auch genommen von Carbon. Aber wenn ich sagen muss, ich muss es wieder erwähnen, ja, auch wenn das jetzt eine neue Aufnahme ist und ich habe vergessen, auf Start zu drücken und dann getuned habe. Aber jetzt muss nochmal erwähnt werden, was, wo soll das die Luft hinleiten? So, das Ding kannst du besser gebrauchen. Ja genau, Frontkotflügel kann man sich auch nochmal anschauen. Hier habt ihr ein paar M-Streifen drin, hier habt ihr ein Liberty Walk Kit. Ja, auch was komisches. Außenspiegel, Carbon, finde ich nice. So, hier habe ich mich tatsächlich dann für die M-Teile entschieden. Ich könnte natürlich wieder ein bisschen versuchen, Carbon mit reinzubringen und den noch ein bisschen krasser aussehen zu lassen, aber ich halte es mal an der Seite jetzt dezent. Beim Heckkotflügel, da finde ich das ein bisschen unschön, dass man da die Nieten sieht. Mir fällt gerade auf, dass der Orangeton in der Aufnahme ein etwas anderer ist als bei mir hier gerade. Ja, also das ist aber, finde ich, schick trotzdem. Hier siehst du halt überall diese komischen Schrauben. Ich mag das ja nicht so. Und hier ist er mir einfach viel zu fett. Deswegen, das Teil nehmen wir. Und das Schöne ist, du kannst auch eine Heckstoßstange nehmen, mit der das dann, finde ich, gut passt. Ja, da hast du jetzt mal schön den fließenden Übergang da. Und du hast tatsächlich auch diese beiden Nieten weg, sehe ich gerade. Das ist schick. Das ist geil. So, Heckleitbleche. Das sind die Dinger, die es bei manchen Diffusoren auch dazu gibt. Wäre geil, wenn es immer aufgeteilt wäre, weil da könntest du es immer weglassen. Aber ja, habe ich komplett weggelassen. Finde ich nicht geil. Beim Spoiler. Gut. Es ist der dezenteste Spoiler, den du dir holen kannst. Aber ein dicker Spoiler kann auch natürlich passend sein. So. Bei den Heckleuchten, ich glaube, es ist so, dass dann doch die Heckleuchten vor dem Facelift, oder? Weil das sind dann, glaube ich, die OLED-Heckleuchten, die es auch beim M4 GTS gibt. Ja, und ich habe das einfach ein bisschen dunkler gemacht, weil das Ding einfach schön aggressiv sein soll. So, das Original vom BMW, achso, ja, Heckstoßstange hatte ich schon. Original vom BMW passt, wie gesagt, nicht dazu, weil an der Seite sieht es komisch aus. Und hier bei den Diffusoren, da war ich positiv überrascht. Also, jetzt Tuning nacherzählt ist natürlich jetzt nicht gängig. Diesmal mache ich das jetzt einfach, weil, wie gesagt, die Folge hatte nicht aufgenommen. Ja, also hier finde ich den Diffusor echt schön. Der passt sich auch extrem gut dem eigentlichen Diffusor an. Das wirkt tatsächlich wie so eine natürliche Erweiterung. Ja, und hier. Ich weiß, es wird manche Leute geben, die werden sagen, hey Dave, das ist eine Sünde, was du gerade machst. Aber ich finde mit zwei Endrohren geil. Irgendwie finde ich, hat er was mit zwei Endrohren. Die vier hier finde ich auch gut. Die sind ein bisschen breiter aufgestellt als die vier beim Standard. Die zwei finde ich auch geil. Die zwei finde ich auch geil. Die zwei nicht.
Die vier finde ich auch geil. Aber ganz ehrlich, für mich sind die Endrohre geil. Und nicht jeder muss das Auto immer gleich tunen und ja, so oder so. Hate is gonna hate, 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 hate. Finde ich ja immer geil, weil manche Leute dann immer schreiben, ach, hier passt sogar Origin Access Premiere. Haha. Habe ich tatsächlich auch. Keine Ahnung woher, aber ach stimmt, ich habe es glaube ich für Anthem bekommen oder so. Ja, aber passt ja orange technisch. Oh, und es gibt die M4 GTS Felgen. Die nehme ich sofort, weil das nimmt mir so ein bisschen die Qual ab. Die ganze Zeit zu überlegen, oh, was für andere Felgen nehme ich und aha, ich will ja nicht das Original behalten und so weiter und so fort. Bla 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 bla. Bam, wir haben unsere Felgen. Achso, warte mal, hinten sollte ich die auch erst aktualisieren. Hat das Auto auch eine Lichthupe? Da müssen wir uns drum kümmern, ne? So, an allen Felgen anbringen. Und das auch bitte. Ja, und ansonsten würde ich natürlich sagen, wechseln wir noch die Reifen. Ja, und in Orange, da hatte ich auch bei Forza mal ein wunderschönes Thumbnail. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,62% werdet ihr es jetzt eingeblendet hier sehen. Und ja, das ist auf jeden Fall schick, wie der in Orange aussehen kann. Und wie er auf jeden Fall bei mir aussieht, Stance natürlich die Höhe komplett runtersetzen. Ja, Folien, da habe ich mich ein bisschen umgeschaut. Da habe ich auch ein, zwei ganz coole gefunden. Aber zum Beispiel das hier fand ich echt schick. Aber dann ist mir aufgefallen, wenn ich das Schwarz durch Orange ersetze, also vor allem das Logo hier hinten finde ich, das Muster finde ich sehr geil. Dann ist mir aufgefallen, hey, wenn du den halt statt matt-schwarz orange machst, dann passt das irgendwie nicht. Dann sieht es extrem schlimm aus. Deswegen habe ich es dann einfach gelassen. So, und hier orangenes Neo. Neo, genau. Neon. Gott, oh Gott, oh Gott. So, Auspuffsound vielleicht. Und ansonsten nehmen wir das Leistungstuning noch mit. Jawohl. Erstmal gucken, ob ich einen Motor wechseln kann. Oh mein Gott, das kostet fast eine halbe Million. Okay, ich habe ja eh unfassbar viel gefarmt. Ja, ich werde auch zwischendurch immer wieder mal farmen. Hab das jetzt mal offstream gemacht. Oh, nice, ey. Doppelturbolader. Kann man mal machen. Viermal Nitro. Und das Streckenfahrwerk. Der ist auf Drift ausgelegt. Das kann doch nicht wahr sein. Leute, 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 Leute. Und wir werden bei Nacht mit dem rausfahren. Das heißt, wir brauchen unbedingt Helferlein. Ja, also ich habe mir 2 Millionen oder so ergrindet. Und jetzt muss ich scheinbar wieder grinden. Weil es gibt noch einige sehr, sehr schöne Autos, mit denen ich auf jeden Fall noch weiter zocken möchte. Die ich in Folgen behandeln möchte. Mit einem 5-Gang-Getriebe ist der besser? Na gut, Beschleunigung. Der einzige Wert, der sich verändert, ist Beschleunigung und das ins Negative. Das verstehe ich manchmal nicht. Warum verändern sich solche Sachen? Okay, er ist auf jeden Fall immer noch ein bisschen auf Drift ausgelegt. Schade. Reparaturkit nehmen wir mit. Und hier haben wir Reparaturkit. Achso, Schadenserhöhung. Und zwar deutlich. Okay, da machen wir die Schadenserhöhung rein. 382 Punkte, damit die meisten Punkte, die ein Auto je bei uns hatte, glaube ich. Ordentlich. Wir gehen bei Nacht raus. Und ich habe die Folge, glaube ich, bis jetzt sehr leise gehabt. Wir waren aber auch nur im Menü. Jetzt muss ich aber wieder lauter drehen, weil sonst vergesse ich das später im Schnitt. Und das wollen wir ja nicht. Jo, rund 10 Minuten Tuning gehabt. Wie viel PS hat der denn jetzt eigentlich? Gut, jetzt kommen die ganzen Telefonanrufe. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Hier könnte ich jetzt mit meiner Grafikkarte angeben.
Was meinst du? Wann? Boah, ich hab die volle Lautstärke drin gehabt. Ich würde gern was anderes versuchen. Und da ansetzen, wo wir aufgehört haben. Ich erwarte dich. Was hat er denn für eine lächerliche Hupe? 853 Newtonmeter Drehmoment, 947 PS. 373 Höchstgeschwindigkeit. Das ist ein gutes Ohm, Leute. Überall, wo die 73 vorkommt, war auch noch vorwärts und rückwärts gelesen. Top. Ganz ehrlich, das Auto muss... Das muss richtig knallen jetzt. Ja, wir fahren wieder bei Nacht raus. Wir suchen nämlich Erfahrungspunkte. Grinden tue ich ja auch so. Und deswegen würde ich sagen, let's go. Nächstes Rennen. 9000, 17000. Damit gehen wir auch direkt in die Stadt. Wir nehmen das 17000er. Die Hupe, ey. Was geht? So. Anpressdruck kann man auf jeden Fall mal hoch machen. Da hat er nur 371. Schade. Naja. Und wir beginnen mit dem ersten Rennen hier bei Nacht. Ja, wenn jemand fragt, freust du dich auf die neue NFS-Folge? Total. Let's go. Aber hey, Pro, die Folge, das Spiel ist bei mir schon super viele Folgen lang nicht abgestürzt. Und die Beschleunigung seines 850 PS Autos würdig bis jetzt. Jawohl, 330. Alter. Jawohl, 375. Ciao, da geht der Baden. 375 km, Alter. Kann man mal machen. Gott, die anderen haben alle viel coolere Hupen als ich. Oh Gott. Ich weiß, ja. Alter, aber bei dem funktioniert's auch mal ein Auto zum Schiffen, wenn man merkt, auf die eine Seite geht's nicht. Alter, warte mal, das Röhren, ey. War ja geil. Beim nächsten Mal vom Gas gehen, schon mal wieder reinhören. Das ist, weil das Auto von der dunklen Seite kommt. Das ist das Darth Vader bei Schillen, warte. Geil. Läuft. So, jetzt brauche ich viel mehr Erfahrungspunkte. Wo geht's weiter ab? 13.500, 34. Das kriegt meine standeswürdig. Let's go. Der Wagen muss irgendwo in der Nähe sein. Also macht euch auf die Suche. Geil. Dreihundert in der Innenstadt in kürzester Zeit. Ich finde die Hupe trotzdem peinlich. Ach so, warte. Hey, ich will ins Rennen. Ah ja. Ey, die Kiste ist halt echt gut bis jetzt. Obwohl er nicht ganz auf Strecke ausgelegt ist. Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen das Geheimnis. Nicht voll auf Strecke gehen. Also Rennen und Straße ist er nicht ganz im Eck. Alter, der AMG GTR vor mir, oder was?
Auf jeden Fall sehr schnelle Kiste. Oh, ist ein AMG GTR. Sorry, Dude. Ah, ich habe nicht die Mercedes-Kappe auf. Was hätte ich sagen können? Hey, liebe Mercedes-Fans, hasst mich nicht. Aber ich hatte zu viel Angst vor den BMW-Fans. Ist ja eh alles doof, andere Marken zu hassen. Jede Marke ist cool. Okay, das war unklug. Jede Marke ist cool, sogar Dacia. Die haben ihre Momente, ey. Hallo? Aha. Um abgehängt zu werden, oder was? Ja, der auch Racer werden kann. Das läuft. Binnen kürzester Zeit 40.000 Rep geholt. Dadurch habe ich null Schaden gehabt. Was geht ab, was? Leute, was? Das war ein Polizist. Der hat einfach nicht auf mich reagiert. Was geht? Okay. Alles klar. Oh Gott, ich muss niesen. Halleluja, ey. Merke ich mir den Timecode 1815. Ich hoffe. Ein neues Rennen mit 28.000. Da ist auch ein Heat 5 Rennen. Lohnt sich aber erst ab Level 50, hat mir geschrieben. Weil man da erst die ultimativen Teile bekommt. Machen wir auch erst ab Level 50 dann. Ach, da ist die Sprungschanze. Aua. Dafür habe ich extra Schaden ausgeteilt. Das heißt, der Typ muss auf jeden Fall richtig hart weggedödelt sein. Ha, ich habe auch eine Hupe. Wenn auch nicht so cool. Ah, ich habe eine Idee. Wenn ich einfach niesen muss, mute ich mich. Funktioniert super. Rider. Tschüss, Rider.
Ja, okay. Alter. Wir haben verstanden, die Autos sind nicht offroad-tauglich, aber es ist doch immer noch ein Arcade-Rennspiel. Was soll das denn? Warum hüpft er denn so komisch rum? Gut. Weiter so. Bin ich eigentlich schon mal durch eine Tankstelle heute Abend gefahren? Ich glaube, einmal wollte ich mein Nitro auffüllen, aber... Hey, die Kiste ist so flott unterwegs, ey. Bezweifle ich. Wenn ich ihn wegramme, nicht. Auf geht's, Heat Level 4, Heat Level 4, Heat Level 4. Ah, fast. Monopoly oder was? Ich musste abbrechen. Die ganzen Spiegelungen auf der Straße haben mich zu sehr geblendet. Okay, 371. Ist schon eine Hausnummer, ey. Vor euch werden gerade Nagelsperren errichtet. Hoffen wir mal, dass sie was bringt. Bestimmt. Der Racer hat uns alle abgehängt. Guckt euch doch mal ins Zeug, ihr Lahmärsche. Die Person wurde zuletzt in dieser Gegend gesehen. Guckt euch auf die Suche nach ihr. So, easy. Was geht? 12K, 14K, 4,5K, 21K, 14, 7, 5. Was war das denn für ein antiklimaktischer Vorlauf? Ja komm, was war da hier? 12 und 14, machen wir das. Alter, diese armen Menschen. Weiß auch echt nicht, wie ich das mache, aber ich scheine wohl Zauberer zu sein. Ach, es ist doch unten das Rennen. Na super. Vielleicht kann ich mir das Dietl hier holen. Let's go. 15k mal 4 im Moment, mal 5 wären es insgesamt, dann wären wir auf 75.000. Ja, das Ziel ist natürlich auch für heute Abend, möglichst viele Erfahrungspunkte zu sammeln. Vielleicht kriegen wir die 600k geknackt, nachdem wir die 500k mit dem Ferrari geschafft hatten.
Ja, dann ist so viel Leben geraubt. Mhm. Das nicht. Läuft. Sogar komplett ohne Polizeieinsatz. Das ist entspannt. Ah, da dachten manche wahrscheinlich, oh, das geht jetzt schief. Das geht voll ins Auge. Nö, 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 nö. So, 3600. So. Nee. So, 17.000 klingt okay. Dann sind wir auch direkt auf 44. Ich sag's euch noch. Ein Video und das hier zu Ende fahren. Danke. Das war wirklich ein Flankenangriff, Alter. Der hat den Namen vom Event gelesen und hat gedacht, machen wir. Machen wir. Ganz kurz mal geschaut. Wie lang ist die heutige Folge? 27 Minuten exakt. Krass. Mhm. Ja, ich wieder so 40 Minuten einfach machen, dann sind wir auf jeden Fall auf Level 45. Aua. Ich wollte schon sagen, ich entkomme gerade schon wieder. Ah, okay. Nochmal entwischt uns nicht. Du hast keine Chance zu entkommen. Wie schaut dieser Racer los auf eine zweite Runde? Also komm schon, schnappen wir ihn. Nicht auf zu träumen. Wir sind wieder auf der Jagd. Schaltet die Sirenen ein und hängt euch dran. Alter, die Kiste, ey. Wow, knappe Kiste. Oh, wenn du da links fährst, kannst du wahrscheinlich abkürzen. Durch die Container durch. Ich test's mal. Alter, in unter 3 Minuten zu fahren, das wäre cool. Ha! Da war gerade ein Polizist. Der ist just dann abgebogen, als wir vorbeigefahren sind. Haha! Guck, da schießt er sich jetzt auf den ein. Und dadurch komme ich hier unentdeckt vorbei, glaube ich. Nein! Knapp! Schade. Ah, jetzt aber. Auf jeden Fall kürzer, ja. Nice, Mann. 2,55. Neue Horizonte High Heat Rennen freigeschaltet. Ja, Mann.
komm, Heat 5. Gibt's hier ein Heat 5 Rennen? Jawohl. Gut, das Ding ist halt, wie gesagt, es lohnt sich anscheinend ja nicht, zumindest den Kommentaren zu urteilen, jetzt schon die Heat 5 Rennen zu fahren oder so. Aber wir machen das auf jeden Fall. Wenn die Zeit reif ist dafür. Führt hier ein Rennen irgendwo anders hin irgendwie? Nee, das ist ein Sprintrennen, das wieder zum Anfang führt. Ah, komm, das machen wir noch. Ah, Stufe 45 braucht noch 10k, Alter. Und wir kriegen 90k, wenn wir das jetzt noch fahren. Alter, das geht ja richtig ratzfatz hier mit dem halbe Million oder so haben. Das ist ja ordentlich. Pass mal die Cam nochmal minimal an. So dürft's passen. ...584.000 in einer Nacht, Alter. Alter, ich mag die Kiste. Vielleicht machen wir noch mal eine kleine Folge mit Überlänge hier jetzt heute draus. Wie gesagt, ich mag das Auto gern. Alter! Entweder das Auto ist geil oder meine Skills sind heute richtig krass einfach nur. Alter, das ist sogar... Was geht, Alter? Wow, ist das ein... What? Yo, Alter, ey. Ey, sorry. Unbedingt mal ein Like da lassen für diese Folge, weil so krass war selten ein Mensch. Was für Felix Baumgartner, der von 10.000 Kilometern Höhe springt oder so. Das ist geil. 10.000 Metern oder... Keine Ahnung, stimmt. Nee, warte mal. Waren sogar 30 Kilometer oder sowas, ne? Läuft. Da sind wir wieder am Anfang und... Das ist es, Alter. 675.000. Fast. Und schnell weiter zum nächsten Event. Wir wollen auf jeden Fall oh, sogar noch mehr. 678.000. Weißt du, das ist auch komisch, ey. Hier habe ich wieder keinen Schaden bekommen. Was geht? Was ist denn eigentlich hier? Also zum einen ein pinker Flamingo. Ich weiß nicht, ob ihr gewusst habt, aber es gibt in der ganzen Stadt pinke Flamingos. Das Spiel hat mich jetzt nicht wirklich zurückgesetzt für so einen kleinen Jump. Wow.
Underground. Aha. Komm, den Flamingo hole ich irgendwann anders. Wollt ihr nur auch mal kurz im Kopf ausweichen? Hier fahre ich ihn vielleicht sogar mitten in die Arme, aber hey, mal gucken. Wir werden es hoffentlich überleben. Nee, hier kannst du keinen Anlauf nehmen. Da musst du hin, glaube ich, um Anlauf zu nehmen. Oh, da ist eine Sprungschanze für eine Werbetafel, glaube ich. Machen wir auch. Yes! Das ist ein Helikopter! Das war der Helikopter! Der hat mich nicht gesehen! LOL! Alter! Ich meine, jeder Blitzer, wo es um Topspeed geht, da sind wir mit dem BMW M4 richtig gut unterwegs. So. Erwischen wir da noch einen Blitzer? Nee. Den einen nehme ich da nicht mit. 700.000, Alter! Was geht ab? Vielleicht nehme ich den Blitzer doch nochmal mit. Die Zielperson wurde zuletzt in dieser Gegend gesehen. Macht euch auf die Suche nach ihr. Lol, der biegt woanders ab. Nice. Warte mal, wie viel km/h brauchst du für 3 Sterne? 274. Ey, komm, das machen wir locker. Warte mal. Wenn wir schon da sind, machen wir natürlich noch erstmal einen U-Turn. Nice. ...273, nicht dein Ernst. So, wieso, das machen wir locker. Ja, aber das machen wir. Ja, Mann. Und ich war so schnell, dass ich zwischen den beiden Polizisten durchgefahren bin. Wie geil ist das denn? Wie geil. Okay, 14.000. Was haben wir hier für eine Belohnung? 9,8. Was gibt's hier? 11,8. Ist alles so wenig. 43.000 fehlt für die nächste Stufe. Ja gut, dann haben wir mit dem nächsten Rennen auf jeden Fall die nächste Stufe. Alter, diese Leitplanken, die du nicht kaputt fahren kannst. Also du fährst mit die dicksten Bäume um, aber die Leitplanke, nee. No chance, oder was? Da war ein Polizist, der mich nicht gesehen hat.
Ich liebe es einfach nur. Ah, oh, die Leitplanken, ey. Die Leitplanken sind echt doof. Die sind echt der Gipfel hier. Und ich habe einen Tee. Ich möchte aber auch mal Tee kurz trinken. Warte mal. Weil ich habe hier zwei Orangentees. Passend zum Auto. Also zur Farbe des Autos. Ja, komm. Gleich. Orangentee ist super, ne? Super, super, super. Das war nicht orange, sondern eher rötlich, aber super. Ah ja, warte mal. Really? Okay, Aufholjagd. 8-Bit ist 500 Meter weg. Hey, der Polizist hat gerade einen Passanten umgedreht. Hör mal auf, wie so ein Raser zu sein, Polizist. Das ist unser Job. Okay, Runde 2. Warum sind das alles Rundkursrennen? Mach doch ein Sprintrennen draus. Das ist doch viel cooler. Und das führt direkt zu anderen Events. Sprintrennen, das ist auch, glaube ich, so eine Sache, ne? Oha, echt? Ein Rhino mitten im Rennen, alles klar. Läuft. Das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, ein gutes oder sehr gutes Spiel zu einem extrem guten oder nahezu perfekten machen kann. Wenn du deine Events zum Beispiel so gestaltest, dass das eine zum anderen führt. Ich glaube, das ist echt eine Qualität, die darf man nicht unterschätzen. Unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. 200 Meter nur noch. Läuft. Hochgerüstete Streifenwagen sind jetzt im Einsatz. Viel Spaß da draußen. Ah, natürlich erwischt er mich. Dann werde ich halt Zweiter. Komm schon! Ja, Mann! Läuft. Da hat vielleicht die Gummiband-KI reingekickt. Oh. Oh, Rhino. Rhino. Oh, boy. Genau, setz mich hier zurück. Danke. Hallo, Kumpel. Fast 800.000 in dieser Nacht. Oh mein Gott, geil. Oh Gott, wieder. Der Heli ist doch da. Alter, ja klar. Was hast du denn für eine Beschleunigung, Kumpel? Jetzt am Einsatzort.
Post am Einsatzort, Zentrale. Versuch mir etwas zum Lachen zu bringen. Ja, ich hoffe, du hast Spaß. Ich hoffe, du bist am Lachen. Was für ein schöner Zufall. Nö. Wir müssen dringend auftanken, Zentrale. Wenn meine Teamkollegen ihren Job machen würden, wäre ich vielleicht nicht abgeschüttelt worden. Das war 360, sehr schön. Oh mein Gott, ey. Ich find's halt krass, dass manche einfach so auf der Minimap halt ungetriggert sind. Und gar nicht drauf reagieren, ne? Ich halt theoretisch, die Leute verfolgen mich doch. Die müssen doch über Funk mitbekommen, dass ich immer noch hier bin. Okay. Gute Kurvengeschwindigkeit, Kumpel. Was hast du für ein Fahrwerk drin? Vor allem, was für ein Untersteuern er da hatte, ne? Okay. Was ist das, ein Panzer? Nicht wirklich. Hey, du! Ja, du und dem BMW! Seid ihr fertig da? Wir legen jetzt eine Nagelsperre auf, um euer flüchtiges Fahrzeug zu stoppen. Unser Rhino hat diesem Ranger gerade den Gesetz der Abreise verpasst. Oh boy. Wie sieht's aus? That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Ganz entspannt. Oder 25.000. Nacht von Palm City nicht so schnell vergessen. Du warst der Hammer. Wait, 1,6 Millionen? Was war das denn? Wie es aussieht, kannst du dir jetzt neue Teile kaufen. Ja, Level 46 direkt. Leute, ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Für diese epische Folge kann man mir ja gerne ein Like da lassen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat. Und beim nächsten Mal sehen wir uns auf jeden Fall wieder mit einem anderen Automobil, das wunderschön ist. Ich kann euch auf jeden Fall aber den M4 ans Herz legen. Tolles Auto, Elite Plus kann man jetzt auch als Teil auswählen hier. Das ist natürlich mega gut. Die ultimativen Teile, die gibt es aber auch in High-Heat-Rennen. Aber erst ab Level 50 sollen die sich dann lohnen. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, alle Tuning-Teile freigeschaltet, oder? Ja, das ist natürlich mega. Ja, wie gesagt, für alle Neuen auf dem Kanal, lasst auch nochmal ein Abo da, damit ihr gerne immer wieder am Start seid, immer wieder auf dem neuesten Stand seid. Und für alle gilt natürlich Abo da lassen. Und gerne auch auf Twitch vorbeischauen. Mal gucken, wann ich da mal den ersten Speedrun so anpacke hier mit dem Spiel. Das wäre auf jeden Fall krass. Ansonsten, haut rein, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.